Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wenig Lust ich habe, jetzt da rauszugehen, den Schlauch auszurollen und in diesem kalten, schrecklichen Regen zu duschen. Also echt nicht, gar nicht. Und ich weiß, das muss ich jetzt 3 Tage so machen, das wird ganz anders. Es ist Wildnistag 5, glaube ich, denke ich. Und den werde ich definitiv außerhalb dieses Grundstücks verbringen, in der Hauptsache. Ich denke, ich gehe nachher einfach mal ein bisschen in die nächstgelegene Stadt und shoppe ein bisschen. Ja. Ja, man muss so dermaßen aufpassen, wenn man jetzt da nach nebenan in den Raum geht, dass man nicht über diese ganzen Schüsseln stolpert. Abends im Dunkeln wird das sicherlich lustig. Gut, ich bin erstmal soweit fertig. Ich habe die Dusche überlebt. Ich habe mich wieder auf Vordermann gebracht. Eine schöne neue Uhr angelegt. Ich liebe sie. Ja, dazu kann ich, also ich trage ja auch manchmal diese kurze Kette mit dem kleinen Punkt, wo die Ohrringe auch zugehören. Und dazu habe ich auch ein Armband und das finde ich passt auch toll, wenn man das zu der Uhr trägt. Aber ich trage das immer ungern, wenn ich jetzt so in die Stadt gehe oder so und vielleicht auch Klamotten anprobiere, weil ich dann immer Angst habe, dass ich doch irgendwo hängen bleibe und das Armband kaputt mache. Aber es ist ja auch so einfach nur schön. Dazu die Kette von meinem Freund, also glücklich ausstaffiert. Und jetzt schaue ich mal, es ist jetzt 10, also irgendwann sollten auch Geschäfte aufmachen, also werde ich mich wohl bald auf den Weg machen. Wir hatten das ja schon mal in der Wildnis, dass ich so einen Shopping-Tag eingelegt habe, dann nehme ich euch ja in der Regel nicht mit. Zum einen, weil das nicht Wildnis ist, sondern Shopping. Und zum anderen, weil das dann ja auch so ein bisschen Zeit für mich sein soll und ja auch nicht so mega interessant ist. Und ich kann mich halt dann auch nicht richtig entspannen, wenn ich die ganze Zeit immer das Handy oder die Kamera raushole und filme. Und ja, ist dann glaube ich besser so. Also falls mir natürlich irgendwas Spannendes beim Weg läuft, halte ich es natürlich fest. Ansonsten sehen wir uns dann nachher wieder. Und mein Ziel für heute wäre noch ein Kapitel geschafft kriegen. Das wäre schon nicht schlecht. Ich will mich nicht übernehmen, sonst werde ich irgendwann schreibmüde. Das kenne ich von mir schon. So ein Kapitel wäre nicht schlecht, dann sind wir bei 25.000 Wörtern. Das ist ein super Schnitt für diese Zeit. Und dann ist auch gut. So, jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg, wenn ich den Kaffee weg habe. Mr. Henry, hier ist Kommandant der Wachtruppe. Ich bin Mr. Norton, Direktor hier. Sie sind verurteilte Verbrecher. Ich weiß nicht, wie oft ich den Film Die Verurteilten schon gesehen habe. Und ich glaube schon mindestens 2-mal hier in der Wildnis. Das ist so einer der Filme, die ich mir dann immer runterlade. Also früher ja über, keine Ahnung, Google, jetzt mache ich das über Netflix. Ich könnte diesen Film immer wieder gucken. Es ist irgendwie, der ist so einfach und so, ja, so aufs Wesentliche reduziert und trotzdem irgendwie total poetisch. Man lächelt und freut sich ständig und fühlt mit und ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich freue mich jedenfalls und ich bin ja auch, wie ihr seht, zurück von meiner Tour. Ich habe mir leckeres Essen von Nordsee gegönnt und alles ist jetzt erstmal gut. Es regnet ununterbrochen. Es ist so krass. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Das sind jetzt schon, naja, mindestens, ja, 12 Stunden nonstop. Mindestens eher mehr. Naja, mal schauen. Ich habe mir einen neuen Nagellack gekauft. Einen von Essie. Das ist die Farbe Chocolate Cakes. Farbtechnisch kann ich ihn sehr empfehlen. Ich finde ihn sehr schön. Auftragtechnisch, also ich habe 4 Schichten gebraucht für dieses Ergebnis. Und das wird jetzt 6 Stunden trocknen. Wenn es jedoch trocken ist, werde ich euch auf jeden Fall zeigen, was ich noch so gekauft habe. Ich habe nämlich einen kleinen Flamingo-Haul gestartet und noch so ein paar Dinge eingekauft für die Seele. Und ja, wenn ich den Film zu Ende geguckt habe, ich mache mir gleich noch einen Kaffee. Und wenn ich den zu Ende geguckt habe, werde ich dann weiterschreiben. Ach Mist! Ich habe ja das Gas gar nicht an. Oh, jetzt muss ich in den Regen. Ah. Gott, dieses Ende. Kommen sofort die Tränen. Es ist einfach... Ah. Ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film. Der hat mir jetzt echt den Arsch gerettet heute. Weil es zieht einen ja sonst so runter, den ganzen Tag hier zu sitzen. Aber das war wirklich schön. So, jetzt gibt es einen kleinen Haul zum Zeit totschlagen.
So, ist auch eher ein Mini-Haul. Fangen wir mit den Klamotten an. So viel ist es wirklich nicht. Zum einen habe ich mir eine Jeans gekauft. Die gab es bei Orsay. Da war ich also ewig nicht drin. Der Laden kam mir einfach so unter, irgendwie, als ich hier lang ging. Hat original 40 Euro gekostet. War dann runter auf 30 und ich habe sie für 25 Euro gekauft. Sieht so aus. Ist so eine mit schön viel kaputt dran. Und was ich eben schon lange gesucht und Bock drauf hatte, ist unten so mit Reißverschlüssen. Also unten auch eng und vor allem nur knöchellang, nicht irgendwie länger. Ja, ganz nett. Es ist für mich eine völlig neue Erfahrung. Normalerweise war es immer so, also ich probiere ja nie Sachen an. Ich kaufe mir die und ich probiere die vorher nicht an, weil mir das immer zu nervig ist im Geschäft. Und ich eigentlich mein Leben lang eine ganz, ganz genaue, exakte 36 hatte. Davor eine 34 und ich musste nie was anprobieren. Erst so in den letzten 5 Jahren ist es dann immer mal wieder vorgekommen zwischendurch, dass ich mir sowas gekauft habe und dann zu Hause angezogen habe und es war doch zu eng. Und es ist für mich jetzt eine völlig neue Erfahrung, dass ganz plötzlich Hosen vielleicht ein Ticken zu weit sind. Toll, jetzt war natürlich tatsächlich endlich mal die Speicherkarte leer von der Kamera. Eigentlich nicht schlecht, 5 Tage Wildnis durchzuhalten, aber jetzt muss ich das eben erstmal aufs Notebook übertragen. Ich habe ja mal furchtbar Angst, dass dann die ganzen Daten irgendwann doch weg sind und ja, die gesamte erste Wildnis-Etappe nicht mit nach Hause kommt. Hat jetzt eine halbe Stunde gedauert, setzen wir da an, wo wir aufgehört haben, und zwar bei dieser Hose. Übrigens sehr frauenfeindlich, dieser Kartenslot von dem Notebook. Einen schönen neuen lackierten Nägel kaputt gemacht, als ich die SD-Karte da rein und rausgeholt habe. Sehr ärgerlich, aber es ist ja immer dasselbe. Okay, wie gesagt, es ist für mich ein absolutes neues und seltsames Gefühl, dass das hier oben eher zu weit als zu eng ist. Also jetzt gerade passt sie eigentlich noch ziemlich gut, noch ein Kilo weniger, und es ist dann schon unangenehm, weil sie dann an den Beinen super sitzt, aber oben so ein bisschen steht, und das hasse ich ja. Also wenn das nicht irgendwo fest ist, fühle ich mich damit immer nicht so wohl. Aber für den Moment ist sie auf jeden Fall sehr cool und vielleicht kann man sie auch einfach mal ein bisschen heiß waschen. Dann gab es noch dieses kleine Top von Teddy Valley. Das ist eher so ein, also nur für die Wildnis, weil sowas würde ich im Alltag niemals anziehen. Ich habe auch das eben anprobiert, also ich habe beides anprobiert und beim Anprobieren hatte ich jetzt den falschen BH an. Nicht wundern, falls ich euch da Aufnahmen einblende. Das ist auf jeden Fall sowas für die Wildnis, falls man eben mal nicht nur im Bikini, aber trotzdem irgendwie bauchfrei oder eben nur leicht bekleidet hier rumrennen möchte. Sehr niedlich. Und ich weiß gar nicht, was hat das gekostet? 6,99 hat das gekostet. So, dann fängt der Flamingo-Wahn an. Wir ignorieren jetzt mal kurz, wofür diese beiden Teile hier eigentlich gedacht sind. Nämlich dieses und dieses. Das ist nämlich zum einen für OBs und das andere für Slip-Einlagen. Dafür werde ich es wahrscheinlich nicht benutzen. Erstens benutze ich sowas hier gar nicht. Und zweitens habe ich mir einfach gedacht, ich kann sie für irgendwas anderes benutzen. Also dieses hier kann man aufschieben und dieses hier ist halt zum Aufklappen. Und ich dachte, das kann man vielleicht auch ganz gut für Schreibutensilien oder sowas benutzen, hier für die Wildnis. Und passend dazu, also das hier war jetzt von DM. Ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hatte. Preise stehen da ja in der Regel nicht drauf. Kann aber nicht teuer gewesen sein, das ist ja alles Eigenmarke. Und dann habe ich für 4,95 bei Nanuna dann noch eine Gürteltasche gekauft. Gürteltaschen sind überhaupt nicht mein Ding und eigentlich benutze ich sie auch nicht. Außer manchmal im Urlaub oder hier in der Wildnis, wenn ich tatsächlich auf die Weide gehe und keinen Bock habe, irgendwie eine Tasche mitzunehmen, aber also irgendwas in der Hand oder um die Schultern zu haben, aber trotzdem eben meinen Kram überall irgendwo reinpacken muss. Und deswegen habe ich gedacht, naja gut, wenn da schon Flamingos drauf sind, kann das ja nicht schaden. Also 3 Flamingo-Dinge. Außerdem habe ich bei DM noch dieses Instant-Meal hier, das nennt sich Quinoa Cup, gekauft. Da ist eigentlich hauptsächlich Couscous drin, also Quinoa und Couscous. Und dann halt Tomate, Kräuter, Würze. Ich habe noch nie ein Instant-Gericht mit Quinoa probiert. Musste ich irgendwie mitnehmen, konnte ich nicht anders. Und dann ganz unspektakulär eine Haarspange für 1,50, weil ich nämlich hier gemerkt habe, so beim Frisieren und Schminken und keine Ahnung, dass ich zwar Haargummis und kleine Bobbypins und alles mögliche dabei habe, aber keine Haarspange, um mal eben kurz die Haare aus dem Gesicht zu kriegen. Ist jetzt also auch dabei. Das war schon der Haul, ansonsten gab es nur noch eine Tomatensauce und ich glaube Rasierer, also nichts Spannendes. Ja, so viel dazu. Das habe ich geshoppt. Erstaunlich, dass mich das 2 Stunden auf Trab gehalten hat, diese paar Teile. Aber naja. Immerhin ist eine Jeans dabei rausgesprungen. So, und jetzt ist es, das habe ich gemerkt, durch das ganze Datenkopieren und alles, schon relativ spät. Es ist schon 6:10. Das bedeutet, es muss jetzt wieder die Entscheidung. Ich habe ja nun gerade einen Film geguckt und hier 2 oder 3 Stunden nur gesessen. Draußen regnet es immer noch, also das brauche ich euch ja nicht zeigen, das wisst ihr ja ohnehin. Jetzt müsste man sich halt entscheiden, ob ich jetzt etwas schreibe
und dann danach esse und dann direkt ins Bett gehe oder ob ich jetzt erst esse und dann schreibe. Ich mag es ja immer nicht, wenn ich schreibe, dass das dann so spät und dunkel wird und ich dann ins Bett gehe. Ich mag es ja lieber, wenn ich einfach selbst entscheiden kann, wann ich ins Bett gehe und nicht, wenn das Kapitel vorbei ist. Aber andererseits würde ich dann halt auch so mega spät essen, wenn ich jetzt erst schreibe. Das muss ich jetzt nochmal überlegen. Ich habe eben auch festgestellt, dass es morgen, das ist dann ja der Samstag, theoretisch ein winziges Zeitfenster geben wird, in dem es angeblich nicht regnen soll. Also Sonne wird es auch nicht geben, aber auch mal ausnahmsweise so eine Stunde, zwei, in dem man rausgehen könnte. Und ich hoffe, das stimmt, weil das wäre wirklich super, wenn ich morgen einfach, auch wenn es eben nicht brühwarm ist und was weiß ich, aber nicht nochmal so eine Stunde oder zwei draußen sitzen könnte oder Sport machen oder was weiß ich. Oh, ich halte es ja so, es ist noch so ein ganzer Tag auf der Veranda, wäre schon viel verlangt. Gut, wir werden es herausfinden. Am Sonntag kommt dann Mama Newman und, also beziehungsweise wahrscheinlich Mama Newman und Großmutter Newman, aber es wird ja auch wieder regnen, also ich weiß nicht, wie wir das dann hier machen, ob wir vielleicht einfach nur Kaffee trinken oder so. Denn am Sonntag werde ich dann auch mal ausnahmsweise abends außerhalb der Wildnis duschen und mal zu Großmutter Newman fahren und mich dort einmal grundreinigen, weil ja dann Anfang der Woche eine Beerdigung ist, bei der ich nicht nach Gartenhaus riechen möchte. So, irgendwie so plane ich das. Gut, genug geredet, jetzt geht's weiter. Fast 8 Uhr, Kapitel geschrieben, also nicht fertig, also geschrieben, aber noch nicht überarbeitet und eingesprochen. 25.000 Wortmarke geknackt, alles immer noch so. Es ist echt, mein Kapitelplot ist diesmal wirklich rund. Ich weiß immer so ungefähr, wann ich wo sein muss und was wann passieren muss und wie viele Wörter und keine Ahnung, es ist alles wirklich sehr stimmig. Das war anstrengend, aber ich bin jetzt total froh, dass ich das jetzt schon erledigt habe, weil wenn es jetzt 8 ist, dann muss ich jetzt eigentlich nichts anderes mehr tun als essen, Fernsehen gucken, also ich gucke ja über das Tablet Filme. Und dann später noch einmal kurz drüber schauen und das einsprechen, also noch so eine halbe Stunde einplanen dafür. Super, das ist echt richtig cool, ich bin sehr zufrieden. Tut mir auch leid, dass ich jetzt eben nicht mehr so richtig viel gefilmt habe, also dass hier wieder sehr viele Quasselsequenzen sind. Aber wenn ich dann so am Schreiben bin, dann fällt es mir total schwer, die Kamera mal zwischendurch irgendwo hinzustellen und dies und das. Und das ist dann doch irgendwie, bringt einen aus dem Konzept. Aber gut, ihr wisst ja auch, wie ich aussehe, wenn ich schreibe, denke ich. Verdammt, ich bin so ein Trottel. Ich war vorhin in so einem kleinen Supermarkt, den kannte ich nicht und der war ganz anders als sonst. Und habe halt so eben nur diese paar Sachen gekauft, weil ich brauchte ja nur für einen Salat ein paar Zutaten. Ne? Habe irgendwie, was habe ich denn mitgenommen? So einen Ziegenkäse und einen, Räucherlachs wieder. Und ja, also jetzt nur so ein paar Kleinigkeiten dazu. Und dann dachte ich noch so, haben die hier auch Salat? Also diesen in den Tüten, wisst ihr, die sind ja schon gewaschen ist und alles. Und wusste aber nicht so richtig wo und bin dann erstmal weitergegangen. Und jetzt habe ich den vergessen, ich Trottel. Jetzt habe ich hier alles Mögliche, nur kein Salat. Jetzt muss ich gucken, gut, ich habe Tomaten, ich habe Walnüsse, ich habe Ziegenkäse, ich habe Lachs. Es ist dann halt eher eine Art Antipasti-Platte. Ich habe auch noch so ein paar Nudeln übrig, die könnte ich mir... Ja, vielleicht mache ich mir die dann einfach mit ein bisschen Pesto oder so. Toll, dann ist das auch aufgebrochen. Ärgerlich! So, Impro-Essen. Also das könnte deutlich besser sein, könnte auch schlimmer sein. Also ich habe jetzt wohl oder übel zu einer Scheibe Brot gegriffen, was ich eigentlich nicht machen wollte. So Kohlenhydrate und so. Da hatte ich so ein Pesto für, so einen Aufstrich. Den Lachs hatte ich ja zum Salat gekauft, ist jetzt auch... Das ist dieses Fertig-Quinoa-Zeug, ist ganz okay. Der Pfirsich hier schmeckt nach überhaupt nichts, leider. Tomaten sind cool, Dressing habe ich selber gemacht, Walnüsse sind klar. Und der Ziegenkäse, den hatte ich vorhin in kaltes Wasser gelegt. Also zusammen mit dem Lachs noch komplett verpackt, draußen in Eimer in kaltes Wasser, weil ich ja keinen Kühlschrank habe. Nicht wissend, dass diese Ziegenkäseverpackung nicht dicht ist. Was ich schon irgendwie nicht cool finde, dass da irgendwo eine Öffnung ist in etwas, was ich eingeschweißt kaufe. Aber gut, okay. Dadurch ist das ganze Wasser reingelaufen und er ist etwas matschig. Ich sage ja, es könnte auch besser sein. Na gut, aber es ist genug und es ist nicht total ungesund, also alles gut. So, allgemeine Gruseligkeit hat wieder eingesetzt, 20 nach 10. Ich habe
leider nicht so viel von meinem Film gucken können wie gehofft. Das ist Social Network gewesen, also diese Geschichte über Mark Zuckerberg und Facebook. Kenne ich schon, habe ich schon zweimal gesehen, aber ich finde sowas immer unheimlich spannend, deswegen gucke ich es mir nochmal an. Ich habe dann aber abgebrochen, damit ich doch noch abwaschen kann, muss, wollte, weil ja heute auch viel Fisch im Spiel war und ich dieses Kapitel eben noch überarbeiten konnte. Habe ich auch geschafft, 25.114 Wörter, 10 Kapitel ist eingesprochen und soeben mein Freund verschickt, trotz schlechtem Internet. Tagessoll also erfüllt. Jetzt werde ich hier noch alles zusammenrollen und dann geht's ab ins Bett. Und dann endet auch dieser Wildnistag. Und mit etwas Glück haben wir morgen, wie gesagt, ein kleines regenfreies Zeitfenster. Das verschafft mir natürlich die Möglichkeit, nochmal eine Runde draußen zu schreiben. Also mein Ziel für morgen wäre, Kapitel 11 fertigzustellen. Das wäre echt optimal. Ich glaube nicht, dass ich Kapitel 12 vor meiner Abreise noch schaffe. Mal gucken. Aber 11 sollte noch klappen. Wenn ich 12 schaffe, dann hätten wir auch die 30.000 Wortmarke geknackt. Und das wäre natürlich der Oberhammer. Aber wir wollen uns nicht zu viel vornehmen. Und ich sage jetzt Tschüss und gute Nacht.